Okay, aber einen schönen Nachmittag auf der Fachhochschule Burgenland. Ich darf Ihnen bzw. euch dann die Inhalte meiner ersten Bachelorarbeit näher bringen. Die Bachelorarbeit hat sich mit dem Thema, also ich habe mich in der Bachelorarbeit mit der Behandlung von redundanzbedingten Problemen an hochverfügbaren Systemen beschäftigt. Was kann man sich da unter dem lebenslangen Titel vorstellen? Also man hat an und für sich Systeme, die sich an zwei Standorten befinden. Man möchte relativ einfach von einem Standort zum zweiten Standort switchen können. Insofern das größte Problem an der ganzen Sache war eben, dass die Nichtverfügbarkeit von Internetanbindungen und Rechenzentrumstandorten ein massives Problem darstellt. Gut, warum ist das so? Es entstehen dem Betreiber, der die Services bereitstellt, einfach wirtschaftliche Schäden, wenn irgendwas ausfällt. Sprich, es gibt für alle Services, die da so laufen, Service Level Agreements, vielleicht betreibt man Webshops, wo auch wieder Umsatzentgang entsteht und so weiter und dergleichen. Des Weiteren entsteht natürlich ein Image-Schaden. Also wenn ich jetzt meinen Kunden ein paar Stunden lang einfach eine Seite darstelle, wo drauf steht, dass mein Service nicht erreichbar ist, welche meistens nicht von mir ausgeliefert wird, macht es natürlich nicht den besten Eindruck. Das nächste Problem ist natürlich, wenn ich das Ganze jetzt nur auf einem Service, auf einem Standort betreiben würde und mir bricht ein ganzer Standort weg, habe ich mich natürlich mit Disaster Recovery zu beschäftigen. Ich muss wahrscheinlich Hardware neu beschaffen und ich muss mich auch damit beschäftigen, wie ich das Ganze wiederherstellen kann. Das wird sich meistens in kürzester Zeit nicht ausgehen. Gut, als Lösung dafür natürlich Standortredundanz. Was kann man sich so unter Standardredundanz, was stellt man sich so im Wirtschaftsleben unter Standardredundanz vor, gerade dann, wenn man mit der Technik nicht so befasst ist? Na, wir stellen halt einfach einmal ein zweites System dazu und schalten halt einfach um, wenn es einmal soweit ist. Gut, daraus ergeben sich dann natürlich einige Fragen. Erstens einmal, wie gestalte ich das Fellowboard jetzt überhaupt? Mache ich das jetzt manuell? Soll das jetzt automatisch passieren? Was passiert überhaupt, wenn das Ganze automatisch passiert? Wie viele Internetanbindungen brauche ich und wer soll das Ganze eigentlich warten? In meiner Bachelorarbeit war es einfach so, ich habe vom Wirtschaftspartner mehr oder weniger einen Bausatz mitbekommen. Ich habe an und für sich einen kleinen und mittleren Application Service Provider, der an zwei Rechenzentrumstandorten ansässig ist und dort halt seine Services bereitstellt. Die Daten werden schon hin und her repliziert, ist ja an und für sich jetzt heutzutage nicht wirklich das Drama. Heißt aber auch, dass bis jetzt noch keine Failover-Mechanismen existieren. Das heißt, ja, ich habe einen redundanten Datenbestand, aber ich kann jetzt, also zum Beispiel im Fall von Datenbanken, nicht automatisch von einem am anderen Standort umswitchen, beziehungsweise auf ein System am zweiten Standort. Gut, der Provider verfügt über mehrere Internet, also der Application Service Provider verfügt über mehrere Internetanbindungen. In dem Beispiel waren es an einem Standort drei von zwei Internetprovidern und im zweiten Standort zwei von zwei. IPv4 und IPv6 PISPs und ein autonomes System sind gegeben. Vielleicht um ein bisschen auszuholen, es gibt im Internet unterschiedliche IP-Adressarten. Einerseits Provider-Assigned-Adressen, die immer nur einem Provider gehören. Andererseits Provider-Independent-Adressen, die an und für sich dem Unternehmen mehr oder weniger zugewiesen wurden, weil gehören tun sie nicht. Zur Durchführung von solchen Umschaltungsmaßnahmen ist es meistens ratsam, PISPs-Adressen zu haben, vor allem wenn sie über mehrere Provider gehen. Das Problem heutzutage ist halt einfach, dass man auf V4 schwer bzw. gar nicht mehr Adressen zugewiesen bekommt. Daher habe ich mich in der Lösung, da ich auch etwas zukunftsträchtiger unterwegs sein wollte, eigentlich hauptsächlich auf IPv6-Adressen beschränkt.
Was mir bzw. dem Wirtschaftspartner auch extrem wichtig war, war, dass die Lösung einfach rein auf Open Source Basis basieren soll, damit das an und für sich jeder nachbauen kann, beziehungsweise weil es mir halt einfach besser gefällt. Gut, jetzt nochmal zum Problem. Also ich habe an und für sich da oben die große Wolke namens Internet. Ich habe zwei Standorte. Die beiden Standorte sind über eine dedizierte Verbindung miteinander verbunden. Und ich habe da oben die unterschiedlichen Internetanbindungen. Auf beiden Seiten sprechen die Router BGP, also das Border Gateway Protokoll, welches hauptsächlich im Internet verwendet wird. Auf einem Standort sorge ich mittels IS-Path Prebanding immer dafür, dass der Pfad dorthin länger ist. Das heißt, der wird im Regelfall nicht verwendet, außer ein Provider meint, dann muss ich daran nicht halten. Gut, wie geht es dann weiter? Ich habe an jedem Standort eine gewisse Anzahl an Servern. Ich habe das in der Zeichnung jetzt einfach vereinfacht, damit es auch in der Kürze abwickelbar ist. Und ich habe die beiden Server über einen Redundanzmechanismus, über VRP. Das ist ein Redundanzprotokoll, welches einfach eine virtuelle IP für einen Cluster darstellt, verbunden. Gut, soweit so gut. Ich habe dort eine Verbindung. Die zwei reden miteinander und immer derjenige, der sich jetzt gerade am aktiven Standort befindet, ist halt gerade mal der Master. Gut, das große Problem an der ganzen Sache war, was passiert, wenn man die Verbindung abreißt. Durch diesen Ausfall verlieren die beiden Server einfach die Verbindung miteinander und es würde in weiterer Folge zum Multi-Master-Betrieb kommen. Das heißt, es würden auf einmal Server auf beiden Seiten meinen, ja gut, ich bin jetzt Master. Wenn man das Ganze zweiter spielt, könnte man jetzt meinen, dass die zwei Server Datenbank-Server sind und es würden jetzt auf einmal zwei Datenbank-Server aktiv werden. Ich könnte jetzt, wenn dort oben die Internetverbindungen noch flöten, beziehungsweise wenn die zwei gar nicht wissen, was jetzt aktiv ist, könnte man jetzt meinen, es kommen jetzt regelmäßig auf beiden Standorten irgendwo Pakete hinein und werden in Datenbanken geschrieben. Damit bekommt man natürlich prächtigst Dateninkonsistenz zusammen, womit man sich dann in weiterer Folge eigentlich befassen müsste, womit sich aber weder ich noch der Wirtschaftspartner befassen wollen. Gut, innerhalb der Arbeit habe ich dann dazu einmal etwas im Raum gestellt. Und zwar, ich habe dann einmal gesagt, sowohl das Routing-Protokoll als auch die Redundanzmechanismen können unabhängig voneinander einmal ganz nicht entscheiden, welches System beim Ausfall der Standleitung, welche die beiden Systeme verbindet, aktiv sein soll. Wenn man sich das Ganze nochmal anschaut, ist das relativ klar. Also sowohl die Internetanbindung selber, also wenn ich nur anhand der Internetanbindung operiere, kann ich nicht sagen, ob die Verbindung zwischen den beiden da ist. Und wenn ich nur die Standleitung monitore, kann ich auch nicht wissen, wie es der Internetanbindung geht. Anhand der These, die ich dann mehr oder weniger aufgestellt habe, habe ich dann das Problem weiter behandelt. Methodisch ist das dann einfach so abgelaufen. Ich habe mir mal einige Fälle überlegt, wie könnte ich das jetzt testen. Habe dann einige Testfälle aufgestellt, dazu später noch mehr. Und habe dann versucht, eben das Problem zu untersuchen bzw. nachzubilden. Das Ganze ist auf einer Laborumgebung getestet worden, die in etwa so ausgesehen hat. Also ich habe, in Wirklichkeit ist das alles auf einem ähnlichen Notebook wie diesem gelaufen. Ich habe als Simulationsumgebung die Software GNS3 verwendet. Die wird normal zum Simulieren von Cisco-Routern verwendet. Ich habe als Virtualisierungsumgebung VirtualBox verwendet. Diese VirtualBox-Maschinen habe ich dann einfach in die Simulationsumgebung hineingehoben, habe als Linux-Distribution Debian 8 verwendet, für das Routing, welches im Regelfall im Internet durch irgendwelche Cisco oder Juniper-Dinge abgehandelt wird, habe ich in dem Fall auch eine Open-Source-Lösung verwendet, das war Quagga.
Als Firewall ebenfalls was Freies, sprich PFSense, die auch auf, ich glaube, Open Source basiert und normalerweise unter BSD verwendet wird. PFSense läuft auch an und für sich unter BSD. Und ich habe als VRB-Implementierung, sprich als den für den Mechanismus, der die virtuellen IP-Adressen hin und her switcht, den Keeper Live-D verwendet. Gut, wird die LAN-Umgebung dann wirklich ausgesehen? Wie man sieht, sie war relativ groß. Ich habe aufgrund der Problemstellung da oben einen Teil vom Internet nachbauen müssen. Wobei man aber sagen muss, dass es jetzt sehr weit hergeholt ist, dass es wirklich dem Internet gleicht, aber es hat zumindest für die Simulation gereicht. Wenn man sich das da oben anschaut, ich habe da zum Beispiel einen Provider gebaut, der hat jetzt einen Core-Router und mehrere kleine Router gehabt. Ich habe da jetzt wieder einen kleinen Provider gehabt. Ich habe da oben wieder einen dritten Provider-Block gehabt, wo ich dann gesagt habe, na gut, da stelle ich mir jetzt einfach irgendwelche Clients hin oder irgendwelche Server, mit denen ich den Mechanismen einfach testen möchte. Die Infrastruktur, die wir da unten sehen, das war die Infrastruktur des Unternehmens, welches ich da jetzt anbinden möchte. Und ich habe da mit den ganzen Strichen einfach die Verbindungen unter den Providern bzw. zum Unternehmen hin aufgezeichnet. Gut. Was war jetzt mein Lösungsansatz? Also ich habe vorher schon mal festgestellt, bei zwei Standorten kann ich einmal ein weiteres keine Mehrheit erreichen. Klar, wenn ich in der Mitte durchschneide, wird es immer 1:1 stehen. Sprich, es werden in dem Fall entweder beide oder keiner. Gut, zweiter Ansatz war dann, wenn ich kein Quorum habe, dann schaffe ich mal halt einfach eins. Das hat mich dann einige Zeit gekostet. Ich bin dann am Ende des Tages darauf gekommen, dass man anhand der Information über die Erreichbarkeit von Router am anderen Standort über das Internet oder auch über die interne Verbindung beziehungsweise Informationen über die Internetkonnektivität. Dafür habe ich an und für sich in meinem Fall den DNS-Server, der ganz rechts oben gestanden ist, verwendet. Beziehungsweise man könnte im Produktivbetrieb wahrscheinlich auch irgendwelche Root-DNS-Server oder andere Services verwenden, wo man weiß, dass die hochverfügbar sind und immer erreichbar sind. Was mir dabei auch wichtig war, dass der Punkt, den ich dann jetzt im Internet anspreche, dass ich dort mehrere einsetzen kann und anhand von Mehrheiten dann eben auch dort feststellen kann, ob das Ganze jetzt funktioniert oder nicht. Weil es kann ein Service im Internet noch so hoch verfügbar sein, irgendwann wird er wahrscheinlich ausfallen. Gut, und das Ganze, was ich da überprüft habe, binde ich dann einfach an Keeper Live-D an und kann anhand dessen dann einfach Aktionen ergreifen. Daraus sind an und für sich zwei Skripts entstanden. In einem Fall habe ich das dann während der Verfassung der Bachelorarbeit Availability Service genannt, wo ich einfach auf den Router alle 10 Sekunden etwas laufen habe lassen, mit dem ich geschaut habe, gut, sind die Router auf dem anderen Standort noch da und ist meine Internetverbindung intakt. Diese Daten habe ich dann einfach als XML bereitgestellt und die können sich dann die Keeper Live, also jene Server, welche den Keeper Live D, sprich auch sprich die Umschaltmechanismen hier zur Verfügung stellen, abholen. Für den Keeper Live D werden dann einfach nur irgendwelche Rückgabewerte von den Skripten zurückgegeben. Also entweder ist es für immer alles okay oder es ist halt etwas fehlerhaft. Und anhand dessen reagiert dieser auch. Wenn ein Fehlerstatus erreicht wird, wird dem Server in erster Linie einmal die virtuelle IP-Adresse entzogen. Und in zweiter Linie kann ich anhand der Skripte, die ich geschrieben habe, natürlich auch noch Aktionen ergreifen. So könnte ich zum Beispiel bei Datenbankservern sagen, gut und jetzt fahr nieder. Somit habe ich natürlich die Möglichkeit, dass ich auf genau die Probleme, die ich anfangs erwähnt habe, reagieren kann. Gut, was steht in dem File alles drinnen, was ich da bereitstelle? Ich habe an und für sich gesagt,
ich stelle einen harten Status zur Verfügung, wo ich jetzt sagen kann, wenn in den letzten 5 Minuten der Status so gewesen ist, dann lasse ich ihn jetzt einmal so. Das Zweite ist, ich gebe einen weichen Status zurück, wo ich sage, und jetzt schaut es so aus. In dritter Linie gebe ich dann den Zeitpunkt zurück, wann sich der Status verändert hat. Mit den 2 Informationen, welchen Soft State habe ich und wann hat sich der Status verändert, kann ich schon vorzeitig irgendwelche Neustarts bzw. andere Aktionen auslösen. Das heißt, ich kann einmal sagen, gut, ich bringe das System jetzt einmal in dem Zustand, dass ich vielleicht in zwei Minuten wirklich produktiv bin. Ich habe in weiterer Folge dann auch noch Informationen, also die zwei letzten Zeilen geben im Prinzip dann aus, gut, wie geht es dem anderen Standard jetzt wirklich. Dort sind auch für die Ermittlung dieses Status werden natürlich alle Router auf den anderen Standort geprüft. Und ich gebe natürlich auch zurück, wie es der Internetverbindung geht. Ich muss auch dazu sagen, in dem Fall, also das Beispiel, was ich jetzt herzeige, habe ich vorgestern gemacht, da war rundum gar nichts mehr da, der Laptop war relativ kurz da, insofern habe ich da diverse Fehlerstarter drin. Gut. Jetzt habe ich mich da rundum mit Redundanz beschäftigt. Jetzt habe ich natürlich das Problem, wie erreiche ich den Verfügbarkeitsservice überhaupt? Naja, wieder mal durch eine virtuelle IP-Adresse, sprich ich habe da wieder meine 2 Server offen. Ich habe wieder mein Redundanzprotokoll, was irgendeine virtuelle IP-Adresse bereitstellt. In dem Fall die IP-Adresse, also in dem Fall den Standard-Gateway für diese beiden Server. Und werde dann jeweils, je nachdem welcher gerade aktiv wird, auf einen von den 3 geleitet. Das heißt, solange von den 3 Router nur irgendeiner auf dem Standort erreichbar ist, kriege ich auch Verfügbarkeitsinformationen zurück. Wenn dem nicht mehr so ist, dann wird auch meine Prüfung fehlgeschlagen und dann werden wir natürlich beide Server down gehen. Was aber in dem Fall wahrscheinlich noch die angemessenste Reaktion ist. Ja, wir haben jetzt die Testfälle dazu ausgesehen. Also ich möchte jetzt nicht auf den einzelnen Fehlerfall eingehen, ich habe immer die Fehlersituation an sich beschrieben, habe dann gesagt, ich möchte prüfen, was passiert, wenn es mit der Internetanbindung so aussieht. Ich möchte prüfen, wie es aussieht, wenn die Internetverbindung, also wie es mit der Internetverbindung aussieht. Und wie die KeeperLife diese an beiden Standorten reagieren sollen. Dessen Testfälle haben in etwa 5-6 existiert. Und was man dazu halt sagen kann, es sind alle Testfälle positiv verlaufen, zumindest innerhalb der Lava-Umgebung. Man muss auch sagen, dass das Ganze in der Praxis jetzt noch nicht getestet ist. Es wird aber in Kürze mal was produktiv werden. Während allen Tests fand nie ein Multimaster-Betrieb statt. Sprich, es hat sich immer ein Teil heruntergefahren, einer hochgefahren und so weiter. Also ich habe Kabel ziehen können, was ich wollen habe. Und was ich jetzt während des Vortrages nicht behandelt habe, weil mir die Zeit dazu einfach gefehlt hat, ich habe mich auch mit dem Stateful Failover von Firewalls beschäftigt. Diese Testfälle waren auch die ganze Zeit positiv. Sprich, ich habe an und für sich immer nur durch die Umschaltung zwischen den Providern Pings verloren, aber nie, weil mich irgendeine Firewall dazwischen geblockt hat. Gut, damit bin ich schon fast am Ende. Was ich aus meiner Sicht noch zu der Hand sagen kann, es war an und für sich eine sehr herausfordernde Problemstellung. Ich glaube, man hat jetzt in dem Vortrag auch mitbekommen, dass es ein sehr breites Themenfeld war, wo ich jetzt nicht sagen kann, gut, es hat sich rein in der Netzwerktechnik abgespielt oder es hat sich jetzt rein nur bei der Konfiguration von Serversystemen. Also es hat sich jetzt rein nur mit der Konfiguration von Serversystemen befasst. Die Lösung war im Endeffekt dann eigentlich extrem einfach. Also es sind 3 Skripts entstanden, die insgesamt wahrscheinlich genau 100 Zeilen gehabt haben. Was man zu der ganzen Lösung sagen muss, sie ist an und für sich nur sinnvoll, wenn es wirklich nur um 2 Standorte geht.
Und wenn man jetzt keine Lust hat, sich da, wenn man jetzt keine Lust hat, sich einen dritten Standort aufzubauen, beziehungsweise sich mit noch komplexeren Verlorenmechanismen zu beschäftigen. Wenn man jetzt 3, 4, 5 Standorte hat, glaube ich, dass die Lösung dann eher schwerer wartbar sein wird, weil man dann wirklich alle IP-Adressen separat irgendwo eintragen muss, was dann auch nicht im Sinne des Erfinders ist. Aber genau dann, wenn man nur 2 Standorte hat, ist es relativ, also finde ich es relativ schön gemacht. Was mir an der Lösung selbst auch noch gut gefallen hat, war, dass sie an und für sich auf robusten Mechanismen aufgebaut hat. Das VRP-Protokoll ist an und für sich extrem alt, dementsprechend auch ziemlich gut dokumentiert und ziemlich gut erprobt. SSH, was ich für die Abfrage der Statusdaten verwendet habe, kennen wir, glaube ich, eher alle, ist an und für sich auch relativ robust. Und die Skripts, die ich geschrieben habe, sind, soweit ich es jetzt mal feststellen habe können, auch halbwegs gut. Gut, ich werde soweit am Ende. Ich hoffe, innerhalb der Zeit. Ich hoffe, ich habe nicht zu sehr für Verwirrung gestiftet. Gibt es ihrerseits, eurerseits irgendwelche Fragen? Ja, ich hab mir quasi eins geschaffen. Ja. Also ich hab mir das Quorum aus 3 in 3 runtergestopft eigentlich. 3 und sie haben 10 Minuten das dritte in den Genau. Okay. Das war echt der Witz an der Sache. Ja, verstehe. Und ich hab halt versucht, einerseits die Serverwelt mit der Netzwerkwelt irgendwie zu verheiraten. Gut, Dankeschön. Vielen Dank.